Hallo Slotplot-Freunde, wir sind in Le Mans und wollen heute einen Vergleichstest machen mit verschiedenen Carrera Digital 124 Fahrzeugen, nämlich einmal Bauform Lola, Ferrari 512S, Ford GT40 und hier ganz neu angeliefert Porsche 917K. Und hier möchte ich euch gleich die Verpackung noch zeigen. Wichtig auch für Sammler. In dem Jahr kommen die Carrera-Autos in einer neuen Verpackung. So sieht es aus, wenn die ankommen. Bei den 124er sind im Carrera-Karton immer 6 Stück drin. Das war vorher auch so. Bei den 132ern sind es 12. Und wenn man diese Box jetzt aufmacht, dann findet man das gewohnte Bild. Da ist dann unsere Display-Box drin mit dem Luftpolsterumschlag außenrum. Also doppelt gesichert. Somit sollten die Fahrzeuge im Versand dann immer heil bei euch ankommen. Also holen wir mal den 917er raus. So, jetzt haben wir hier das gewohnte Bild und hier die Schutzverpackung noch. Also, was euch interessiert, für euch Sammler wichtige Info. Ansonsten geht es hier ganz normal jetzt weiter mit unserer Displaybox und wir haben hier den 917er in nagelneu. Warum gehen wir jetzt nicht gleich in Le Mans auf die Strecke? Weil ich jetzt erstmal einen Zustand herstellen möchte, der vergleichbar ist. Wir haben jetzt hier einen kompletten Neuwagen, neue Reifen sind drauf, Magnet natürlich noch verbaut. Das ist übrigens bei allen noch der Fall. Die waren teilweise noch gar nicht auf der Strecke. Aber wir haben ein Problem, nämlich unseren Ferrari 512S. Der war schon im Einsatz, Magnete sind noch verbaut. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die Reifen und dann wisst ihr, warum wir erstmal einen Boxenstopp einlegen müssen. So, hier sieht man jetzt, wie dieser Reifen aussieht. Das Auto wurde gefahren. Im Lieferzustand hat man ein Profil auf dem Reifen. Das Auto wurde aber schon so viel gefahren, dass das Profil weg war. Deswegen hat man hier den Eindruck, das sind Slicks. Aber das eigentliche Problem ist natürlich das hier. Der Reifen ist einfach kaputt. Man kennt leider dieses Problem von Carrera. Und ich möchte jetzt hier keinen anderen Carrera-Reifen aufsetzen, sondern wir wechseln gleich alle Autos auf PU-Reifen. Bei der Lola, da haben wir dann 64L. Beim 512S haben wir 18N, beim Ford GT40 haben wir 18O und beim 917er haben wir denselben Reifen, 18N, den wir auch beim Ferrari 512 haben. Das ist ein Reifen mit Profil, sieht man hier. Und auch noch Profil hat der Ortmann-Reifen für den Ford GT40. Die Lola hingegen, die fährt mit Slicks los. Ich denke aber nach ein paar Runden, wenn wir jetzt dann testen, ist unser Profil eh abgefahren. Von dem her lassen wir das Ganze so. Wir werden die Reifen jetzt auch nicht schleifen, sondern wir setzen einfach die Reifen drauf, Magnete raus und dann geht's auf die Bahn. Autos sind geöffnet und jetzt geht's mal an die Reifen. Schauen wir mal beim Ford GT40. Da gehen die Reifen gut runter. Die haben auch noch wirklich einen guten Zustand. Die könnte man auch noch ohne Probleme weiterfahren. Also man sieht, die sind ja ungefähr gleich alt hier, die Reifen. Aber vom Zustand her deutlicher Unterschied. Ich ziehe jetzt einfach die Ortmann-Reifen hier drauf. Dann werde ich noch die Magnete entfernen und das mache ich bei allen Fahrzeugen. Also einfach aufgezogen, nicht verklebt, so geht es nachher in den Test. Jetzt gehen wir mal zu unserem Problemfall, da kriegt man den Reifen schon gar nicht gut runter von der Felge. Hier klebt mir auch am Finger, das geht auch immer sehr schwer dann ab. Also es ist eine klebrige Masse, fühlt sich an wie ein gekauter Kaugummi letztendlich. Und die andere Seite, die ist trockener. Die fängt an manchen Stellen zu bröseln, aber innen habe ich auch dieses Kaugummi-Feeling. Also ihr seht, es klebt jetzt hier direkt an meinem Finger und ich kriege es nur schwer von der Felge runter. Da kleben jetzt auch noch viele Reste drauf. Das muss man erstmal reinigen, bevor wir hier einen neuen Reifen aufziehen können. Die Lola ist ja sehr neu, Reifen völlig in Ordnung und natürlich hier beim 917er der Reifen im Neuzustand. So, ich gehe mal kurz Hände waschen und dann geht's weiter. Ich habe mir einen Handschuh angezogen und versuche hier dieses klebrige Zeug runterzukriegen. So sieht jetzt der Handschuh aus. Ich habe leider einen Riss im Handschuh, das heißt, teilweise habe ich auf dem Daumen dieses Zeug. Somit müsst ihr damit leben, dass ich jetzt dann den schwarzen Daumen in diesem Video habe. So, soweit gereinigt. Jetzt können wir die Reifen aufziehen. Die Mechaniker sind soweit fertig. Jetzt noch als Hintergrundinformation, die alle neu im Tuning sind. Was ich jetzt gemacht habe, ist Hinterreifen drauf. Die sind von Ortmann, das bedeutet, die sind aus Polyurethan. Hier haben wir jetzt richtig guten Grip. Der Zustand, den wir hier haben, ist jetzt aber noch nicht optimal. Die Reifen gehören eigentlich verklebt und geschliffen. Dann hat man ein optimales Ergebnis. Wir wollen aber so vorgehen, wie es eigentlich so ja, im Hausgebrauch üblich ist. Reifen drauf und ab auf die Bahn. Was uns jetzt da alles noch begegnet an Problemchen oder vielleicht auch an guten
Faktoren werden wir jetzt gleich auf der Bahn sehen. Wir haben in allen Fahrzeugen den Digitaldecoder noch drin. Da ist ja der absolute Lieferzustand. Das heißt, ID 1 ist werkseitig vorprogrammiert. Wir gehen jetzt auf die analoge Bahn, stellen den mal hier drauf. Wir wollen in die Fahrtrichtung fahren und ich gebe jetzt mal Gas. Es passiert erstmal nichts. Jetzt versuchen wir mal, das Auto umzudrehen, weil dann kann es sein, dass es an der Polung liegt. Und dann sieht man, hier ist es richtig. Da hat das Auto schon mal Strom. Ich konnte jetzt direkt losfahren auf der analogen Bahn. Da ich in die Richtung will, brauche ich diesen Schalter hier unten. Das ist kein Schalter analog oder digital, sondern der regelt einfach die Polung. Wenn ich den jetzt versetze, dann kann ich in die Fahrtrichtung fahren. Jetzt stimmt es mit meiner Polung auf der Bahn überein und wir können losstarten. Wir wollen aber von der Reihenfolge her, gehe ich jetzt einfach nach den Startnummern vor. Die Startnummer haben wir hier, die 3. Unser Ferrari 512 geht auf die Strecke. Wir fahren erstmal wieder langsam los, schauen mal, ob irgendwas hüpft. Wir sehen schon auf den ersten Metern, dass er auf der Vorderachse leicht hüpft. Vorderachse ist übrigens noch ein wichtiges Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da sind die Reifen komischerweise bei allen Fahrzeugen noch in Ordnung. Wir haben an der Bahn 18 Volt angelegt. PU-Reifen hinten, PU-Reifen kennt die Bahn, hier wird fast nur PU gefahren, von dem her alles gut, Auto lässt sich schön fahren, wir steigern uns so langsam und werden dann immer wieder mal abziehen, bis wir gute Rundenzeiten erreichen und wechseln dann zum nächsten Kandidaten. Ziel von diesem Test ist einmal herauszufinden, wie lassen sich die Autos im Lieferzustand ohne Magnet mit PU-Reifen fahren und zum anderen, ob es irgendwelche eklatanten Unterschiede gibt in der Karosserieform, wird sich hier ein Favorit herausstellen, der einfach schneller ist als die anderen oder bewegen sich alle im gleichen Zeitfenster, was natürlich der Idealzustand ist, weil man dann mit den verschiedenen Autos ein schönes Rennen fahren kann und hat vor allem dann ein faires Rennen. 15 Runden gefahren. Wir gehen jetzt in die Auswertung. Als erstes schauen wir uns mal die Reifen an, ob man hier was sehen kann. Und das ist das übliche Bild bei einem Reifen, der noch nicht geschliffen ist. Wir fahren eigentlich nur auf diesen Außenkanten. Jetzt, wenn ich weiterfahre, dann wird sich das Profil so langsam auflösen. Hier die Außenkanten werden immer flacher. Der Reifen wird irgendwann schön aufliegen und die Rundenzeiten werden damit nach unten gehen. Was noch richtig positiv aufgefallen ist bei diesem Ferrari, ist die Vorderachse. An der wurde wirklich nichts gemacht. Die ist im Lieferzustand und da würde ich mal sagen, die läuft richtig perfekt von der Leichtgängigkeit her und auch von den Reifen her. Die eiern nicht nach links oder rechts. Da habe ich eine richtig perfekte Achse erwischt mit diesem Auto und hinten, da sind wir ja gerade dran, das Ganze zu optimieren. Schauen wir mal auf die Rundenzeiten. Hier die schnellste Runde in Runde 14. Ich werde mit jedem Auto 15 Runden fahren. Schnellste Runde war eine 12,682. Das ist nicht Ende der Fahnenstange. Hier wird es weiter runtergehen. Wenn ich jetzt weiterfahre und die Reifen immer weiter einfahre, kommen wir hier noch bestimmt in den tiefen 12er Bereich. Aber was interessant ist jetzt am Schluss, die Zeiten hier waren richtig schön konstant zu fahren. Bei einer 12,69, 12,7, so in dem Bereich wird es sich bewegen. Also ich habe keine großen Abweichungen zwischen den Rundenzeiten am Ende drin. Am Anfang sind natürlich große Rundenzeiten, wenn man mal sieht, wo wir angefangen haben, Reifen wirklich im Lieferzustand 13,251. Dort, wo die größten Rundenzeiten stehen, hier die 54 Sekunden, da haben wir dann abgezogen, sind dann von den 13,4er Zeiten oder beziehungsweise 13,1er Zeiten auf eine 13,0 runtergekommen, weiterfahren und jetzt sieht man, wie sich die Rundenzeiten hier immer weiter nach unten bewegen und das könnte man jetzt einfach noch so fortsetzen, bis eben die perfekte Rundenzeit auf der Uhr steht. Wir wollen jedem Auto aber nur 15 Runden Zeit geben und jetzt geht es gleich zum nächsten. Der nächste Testkandidat, Startnummer 4, GT40, los geht's. Hier habe ich auf den ersten Metern schon einen Eindruck, der zieht mehr ab, also hat eine schnellere Beschleunigung, aber der wirkt sehr schmal und auch sehr hoch und von dem her rein optisch etwas kipplig. Ich traue mir jetzt hier nicht so reinbrechen wie mit dem Ferrari, aber ich habe ja 15 Runden Zeit, hier eine Topzeit hinzulegen. Das Geräusch ist auch anders, der ist lauter, finde ich, vom Getriebe her. Der Grip verhält sich im Vergleich besser. Ich finde, der hat mit dem neuen Ortmann-Reifen hinten drauf mehr Grip als der Ferrari, komischerweise. Kann aber auch jetzt daran liegen, dass wir ja auf dieser Spur hier, also erstmal Satz zu Ende, kann natürlich sein, wir sind 15 Runden schon gefahren und der fährt ja schon auf einer Spur, auf der jetzt 15 Runden im Vorfeld drauf sind. Bedeutet, Staub ist schon runter. Und dieses Kippen, das bestätigt jetzt diese Vermutung, die ich hatte. Der wirkt schmal und hoch im Vergleich zum Ferrari. Stellen wir den doch einfach mal
direkt daneben. Da sieht man das, dass der hinten auf jeden Fall breiter ist. Da sieht man deutlich den Spurunterschied hinten. Und jetzt muss man damit zurechtkommen. Aber ich denke mal, dass jetzt wirklich schwierig wird, den Ferrari zu schlagen mit diesem Zustand, ohne irgendwelche Trimmungen. Da hat er von der Karosserieform einfach Nachteile, unser GT40. Aber das ist jetzt erstmal der erste Eindruck. Wir schauen mal, ob sich das bestätigen kann. Das war ein ganz komischer Abflug. Der Abflug, der war nicht so ein normales Kippen, sondern vielleicht sieht man es, das Auto geht einfach hoch, als ob der Leitkiel über irgendwas drüber stolpert. Ich schaue jetzt mal, ob da irgendwas im Slot liegt. Also ich kann im Slot nichts finden. Ich schiebe das Auto jetzt einfach mal von hinten an. Hier fährt alles weich, also nichts zu sehen. Hier ist kein Grund zu sehen, aber ich kann diesen Abflug auch nicht erklären. Ich habe es so wahrgenommen, dass das Auto hier einfach nach oben springt und nicht so rauskippt, wie man es eigentlich erwarten würde. Jetzt fahren wir einfach noch ein paar Runden, mal schauen, wie die anderen aussehen. So, dann testen wir unsere Schleifereinstellung. Das Auto wirkt immer noch kipplig. Ihr seht, ich traue mich schon gar nicht mehr richtig fahren. Ich werde es jetzt aber einfach mal drauf ankommen lassen. Das war auch kurz vor knapp hier in der Kurve. Vorderrad mehrmals in der Luft, das Kurveninnere. Aber dieser unerklärliche Abflug kam jetzt nicht. Von den Rundenzeiten sind wir bei einer 12,9, also weit weg vom Ferrari. Und ich traue mich auch nicht viel schneller fahren. Ich werde jetzt am Regler was verstellen, und zwar nehme ich die Bremse mal komplett raus, dass das Auto praktisch möglichst ausrollt, und dieses Ansprechverhalten setze ich auch noch auf nicht so sensibel. Das fühlt sich jetzt ziemlich schwammig an, das Auto. Mal schauen, ob das die bessere Einstellung ist, um die Rundenzeit noch etwas nach unten zu kriegen. Ich bin jetzt noch schlechter mit einer 13,3 rumgefahren. Ich bin in Runde 10. Ich würde sagen, ich halte jetzt nochmal bei Startziel an, ziehe die Reifen nochmal ab, gehe mit meinen Einstellungen wieder zurück zu den Werten, die ich vorher hatte, und probiere es nochmal von vorne. Mit frischen Reifen in die neue Runde. Mal schauen, ob wir hier eine ordentliche Zeit hinkriegen. Ja, der Schwänzel mit den frisch abgezogenen Reifen ist einfach nicht ruhig und nicht stabil. 12,9, nicht berauschend, weiter versuchen. Ich bin aber schon in Runde 16, wir fahren aber trotzdem weiter, weil die ersten 5 Runden mit dem verbogenen Schleifer, die geben wir jetzt dem Ford-Team mal als Gutschrift. Somit fahren wir bis 20 weiter. Reifenkontrolle beim GT40, hier sieht man eigentlich nicht wirklich was, auf welchen Bereichen der gefahren ist. Es wirkt überall leicht matt, aber trotzdem das gleiche Spielchen. Die Kanten sind das Problem erstmal am Anfang. Je kantiger, desto mehr habe ich hinten dieses Effekt mit dem Stempeln. Und wenn ich jetzt mal hier einen Vergleich ziehen kann, man hätte mit diesem GT40 gegen den Ferrari 512 in diesem Zustand überhaupt keine Chance. Das zeigt auch hier die Rundenzeit. 12,80 war meine absolut schnellste Zeit und es war auch wirklich eine glückliche Runde. Ich bin sonst in dem Bereich 12,9 unterwegs, hier im konstanten Bereich, und da bewegt sich der hauptsächlich. Da war der Ferrari natürlich viel weiter unten und somit wäre das jetzt in dem Zustand schon mal kein faires Rennen zwischen den beiden. Wir gehen weiter zur Lola. So, liebe Lola, Spur 4 ist angesagt. Wir gehen los, 18 Volt, und wir fahren langsam los. Langsam losfahren ist jetzt nicht so gedacht. Ihr seht, wenn ich hier voll durchdrücke, hier bewegt sich was nicht so richtig, wie es soll. Wir müssen gleich zurück in die Box. Wir schauen mal die Hinterachse an und man sieht es gleich, wo das Problem hängt, nämlich hier am Reifen. Der schleift hier in der Karosserie. Es ist der richtige Reifen nach der Ortmann-Reifenliste, der 64L, aber der passt hier ohne zu schleifen nicht in den Radkasten rein. Wenn ich jetzt weiterfahre, mache ich wahrscheinlich Motor heiß, das Getriebe eventuell kaputt. Der Reifen wird hier schleifen, den Lack von innen wegruppeln und der Reifen wird hier auch ausfransen. Also Abbruch, zurück in die Box, hier müssen wir uns was Größeres überlegen. Neuheit 2024, Porsche 917 K in der gelben Shell-Lackierung, ab auf die Spur 4 und los geht's. Auf den ersten Metern fällt mir schon auf, das Getriebe ist sehr leise. Man hört es oder man hört es auch nicht. Von dem her, das sieht schon mal vielversprechend aus und ich habe auch ein sehr ruhig liegendes Auto. Wir geben mal ein bisschen Gas hier, versuchen mal gleich was hinzudrücken.
Heck ist etwas nervös, muss man es ein bisschen umgewöhnen im Vergleich zu den anderen Autos. Aber was man sagen kann, dieses Auto liegt sicher im Slot. Hier ist keine Neigung zum Kippen. Wir kommen hier sauber rum, können auch schnelle Rundenzeiten fahren. Wir sind jetzt schon bei einer 12.40. Da geht noch was und jetzt kommt die letzte Runde. 12.3. So, jetzt gehen wir an den Rechner und werten das Ganze nochmal aus. Den Sieger des heutigen Tages, Porsche 917 K, und zwar mit einem deutlichen Vorsprung, 12,3. Der Ferrari war, ich schaue nochmal nach, bei einer 12,6, also wirklich deutlicher Unterschied. Und der Ford GT40 wäre jetzt gar kein Gegner für die beiden. Die zwei würden es unter sich ausmachen, da mit Abstand auch noch der 917er im Vorteil. Gehen wir mal durch die Rundenzeiten hier mal grob durch. Da haben wir mal abgezogen, die ersten zählen alle gar nicht. Schauen wir uns einfach die letzten an. Also 12.4, 12.3 ist sogar dreimal möglich gewesen. Das heißt, hier ist wirklich ein riesiger Vorteil beim Porsche 917. Wir sind einige Erfahrungen reicher. Welche Erfahrungen sind es? Porsche 917 lag am besten mit einer 12,32, gefolgt vom Ferrari 512S mit einer 12,68 und GT40 12,8. Und hier unser Sorgenkind, die Lola. Was war jetzt hier das Problem? Das Problem war nicht das Auto direkt, sondern der Reifen von Ortmann. Der Reifen ist etwas zu breit. Also ich kann den Reifen nicht fahren, ohne dass ich ihn vorher schleife. Ich schaffe es auch nicht mal, die Achse hier jetzt zu drehen. Das hat sich hier richtig festgefressen. Das heißt, da müssen wir zurück in die Box und uns um den Reifen kümmern. Dann schauen wir weiter, wie das Auto liegt. Wobei wir bei der Lola schon wissen, dass die eigentlich gut liegt. Ich habe ja zu den Lolas schon einen Vergleichstest gemacht auf der Holzbahn. Findet ihr oben den Link in der Infobox. Haupt- oder größtes Sorgenkind jetzt in diesem Test unser GT40. Da passen die Reifen gut auf die Felge, aber das Auto war, ich würde mal sagen, nicht fahrbar, auch wenn ich hier eine 12.8 trotzdem erreicht habe. Das Auto vermittelt keinen Eindruck von Sicherheit. Es ist sehr kipplig, es ist sehr schmal. Das heißt, wir müssen hier was tun, um überhaupt gegen die fahren zu können. Unser Ziel war ja herauszufinden, ob es möglich ist, ein faires Rennen zu fahren. Klammern wir die Lola aus. Zwischen den beiden würde ich sagen, ja, Ferrari und Porsche, die liegen gleich, die sind sicher im Slot. Da kam es in den 15 Runden gar nicht zum Abflug. Hier hatte ich einige, der hat hier oben schon einen schwarzen Schmierer auf dem Dach von den Abflügen. Der hat im Moment keine Chance gegen den 512S oder den 917er. Somit müssen wir hier zurück in die Box Hausaufgaben machen. Dazu machen wir ein eigenes Video mit Fahrtests, also Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt zum Ergebnis zu den Autos, einfach die Kommentarfunktion benutzen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss.